euer Odo, wir sind wieder zurück. Wir haben die letzte Woche nicht aufgenommen. Das haben meine Fans auf da ist das vor vom Staglord. Meine Fans auf Twitch natürlich nicht gemocht. Nona, weil wenn sie mich nicht hören, dann ist natürlich schlimm für sie. Wir gehen mal daher. Wir traveln mal in diese Richtung. Ja, wir sind noch sickened, aber bis wir beim Typi sind, sind wir es auf jeden Fall nicht mehr. Das geht nur noch, genau. Das war's. Und vorbei mit sickened. Jetzt schauen wir uns noch Red Nuke Hill an. Bevor wir irgendwas Sinnvolles machen. Und Fragen aus dem Auditorium kommen auch nicht mehr. Ich glaube, die Leute waren nicht so glücklich, dass ich gesagt habe, ich habe noch nicht ihre Tests angeschaut. Da ist eine Leiche. Finde ich gut. Schauen wir mal. A mutilated body. Looks like it was eaten by some rodents. Gibt es hier Ratten? Falle. Fancy. I believe I found something. Noch eine Trap. Mehr Erfahrungspunkte fürs. Yay, 56 XP. Dafür, dass wir die Trap disarmt haben. Genau deswegen nehmen wir die gute Octavia mit. Sonst kann das nämlich keiner von uns. Das ist ein bisschen doof. Da ist eine Tür. Wo sind wir hier? War ich da jemals drinnen? Richtig. Wirklich? Du hast nur einen Sechser gewürfelt? Naja, wir. Du hast sie nicht ausgelöst, das heißt. Yay. 18, na gut. Schauen wir jetzt erst noch rundum mal dumm. Machen wir noch die ganzen Fallen. Okay, dieses Mal hat die Amiri sie entdeckt. I did as you asked. Hey, eine Ancient Rostlandic Coin. Schau dir was an. Huch! Wie habe ich denn das geschafft, ohne reinzusteigen? Echt jetzt? Ich habe das Zeug rausgeholt, ohne dass ich reingestiegen bin in die Falle. Da hat sich jemand Mühe gemacht. Mit all diesen Fallen und wir haben sie einfach nur entschärft. Na gut. Dann gehen wir dort mal rein. Mal schauen, was da drinnen ist. Habt ihr euch schwer getan mit dem Test? Falls du noch zuhörst? Oder war es nicht so einfach? Not try hard 127. Das muss einer von den Viertklässlern sein. Huch! Eine Wehrratte. Klingt cool. Inspect failed. Na dann. Kann ich jetzt auch nichts machen. Wir studieren mal diese Wehrratte.
du greifst sie einfach nur an. Du machst das. Greifst sie dann an. Du machst. Ja, wir machen das mehr Schaden beim Angriff. Und greifst den an. Du machst ein Shield of Faith auf sie. Du machst einfach mal Magic Missiles. Weil wir eh nichts Besseres zu tun haben. Au, Sneak Attack 20. Bist du irre? Bist du irre? Diese Wehrarten sind aber ganz schön brutal. Okay. Du, mach mal ein Heili Heili. Reduced. Echt jetzt? Die haben Damage Reduction? Die haben Damage Reduction 10? Au. Bist du irre? Das sind Monster. Habe ich die jemals besiegt in meiner Kampagne? Du greifst nicht den da an. Du trinkst mal sowas. Du wirst, glaube ich, irgendwie anfangen, sinnvollere Dinge zu machen. Ein Shield of Faith auf dich mal. Miri macht Schaden. Du machst wahrscheinlich nicht allzu viel Schaden. Ich sollte eigentlich schon relativ viel Schaden machen. Du hast nochmal das Ding da an. Wie viel Schaden machst du eigentlich mit diesen Dingern derzeit? Ich glaube 2d4 plus 2 oder so irgendwas. Ja. Was? Nein. Mach das. Oh, da ist noch einer. Wow. Was? Reduced to 0? Also, Jeffel war das. Wo ist die Octavia? Wie viel Schaden macht die Octavia mit ihren Dings? Wieso steht da nicht, wie viel Schaden sie mit den Dingern macht? Dann kommt das erst jetzt. Irre. Was ist das eigentlich? Arrow of Law. Scorching Ray. Machen wir den Arrow of Law darüber. Du. Mach mal das auf sie. Au. Ich glaube, wir sterben gerade, oder? Verdammt. Können wir fliehen? Ist das möglich? Ist das eine Option? Wir haben genau gar keinen Schaden diesen Wehrarten gemacht. Okay. Okay. Keine Sachen im Belt. Das ist peinlich, wenn das so anfängt. Wo war das? Usables, das muss das sein, oder? Okay, Memo an mich. Nicht in diese Höhle gehen.
wenn wir jetzt wieder laden. Doch, ich glaube schon, dass es dich umbringen wird. Okay. Gut, wir werden laden. Und wir werden erst reingehen, wenn wir stärker sind. Ich glaube, wir müssen hier nicht reingehen, wenn es nicht sein muss. Zu peinlich. Ich will gar nicht wissen, wie der... May we have a moment of respite? Ja gut. Dings mit uns umgehen wird. Have a nice blessing. Doubling HP. Nein, das brauchen wir echt nicht. Mach lieber du das. Maintain Armor, dann kriegst du nämlich einen AC-Bonus. Und du geh daher. Camp Camouflage. Kann ich eigentlich irgendetwas? Das ist tatsächlich das Beste, was ich kann mit meinem Charakter. Das ist traurig. Ja, begin resting. Haben wir gut gemacht. So. Lasst uns weitergehen. Trail in the Hills oder darüber. Wollte auch nochmal rüber gehen. Ja. Na gut, Stag Lords fort. Dann gehen wir da mal rein. Das ist ein bisschen blöd, weil wir haben dieses Mädel gekillt, die Schwester von der Svetlana. Ich kann mich erinnern, das kann man auch friedlich lösen, also wie wir Chaotic Good waren. Haben wir das friedfertig gelöst und haben sie dann hier getroffen und die hat uns geholfen. Dann beim Angriff. Ich fürchte, das wird jetzt nicht der Fall sein. Hier im Gegenteil, wir werden da wahrscheinlich uns noch irgendwo durchkämpfen müssen. Okay, da ist ein Tor, es ist verschlossen. Aber aus meinen Erfahrungen weiß ich, dass es da hinten Zombies gibt. Ja, dann greifen wir diese Zombies mal an. Nicht jetzt. Wieder Zombie. Okay, also Pfeil und Bogen sind nicht so der Burner. Versuchen wir es mit den Dingern. Ja, dafür sind meine Leute gut. Du könntest natürlich Zombies auf diese Art und Weise killen. Andererseits aber,
wäre das auch anders gegangen. Na gut, soll sein. Die Zombies haben nichts bei sich. Soll sein. Hoppelhasen. Nein. You believe you found something? Mehr Zombies. Was hast du gefunden, gell? I'm not afraid. Bist du das nicht? Okay. Du könntest tatsächlich dich hierher begeben. Du Mäuslein, machst doch bitte sowas. Oh, ein Zombie Lord. Ist gleich mehr. Der ist gleich mehr wert. Wow. So, du mach mal Massenvernichtungswaffe. Bist du da? Bist sind die Zombies hoffentlich eh schon alle drinnen. Okay. Die halten ganz schön was aus, diese Dinger. Also mehr als erwartet auf jeden Fall. Machst du nochmal? Was sagst du? Vielleicht ein bisschen Overkill. Und als nächstes machst du ein Heili Heili. Okay. Bin nicht sicher, ob ich das ganze Zeug mitnehmen will. Nein, will ich eigentlich nicht. Das lassen wir da. Wenn wir rausgehen aus der Karte, fragt uns eh, ob wir es mitnehmen wollen. Wir nehmen nur die Sachen, die nicht so schwer sind. Das zum Beispiel. 723 Gold zum Beispiel. Wiegt auch einen ganz schönen Haufen Geld. Und noch so einen Dog Tag. Schauen wir mal. Okay, große Karte. Oh, da ist noch einer zum Plündern. Yay, eine Silberstatuette und eine Silver Chain. Was ist das? Eine magische Heavy Pick. Eine Heavy Pick plus 1. Was ist das? Ancient Ruins with signs of more recent but likewise destroyed buildings. Okay. Warte mal. Zombie Lord. Was hatte der Zombie Lord bei sich? Gar nichts. Nichts, was relevant wäre. Nothing of interest, könnte man sagen. Okay, gut, wir sind einmal rund um den Turm gegangen. Passt für mich. Seht ihr mich überhaupt noch? Mein Kopf ist so niedrig, sehe ich gerade. Lalalalala. Mehr Zombie Lords? Nein, aber hier haben wir eine hinnige Wand, oder?
Ja, da können wir rüber kraxeln. Wir können sprouten oder climben. Können wir dann schauen, wer den besseren Wert hat. Ob Athletics oder Mobility besser ist. Nichts. Nichts mehr da für uns zum Plündern. Schade eigentlich. Okay. Steigen wir hinten ein. So, also, Athletics oder Mobility? Was kann man besser? Schauen wir mal. Wo sehen wir das am besten? Beim Character, oder? Du hast Mobility plus 5 und Athletics plus 6. Okay, du nicht. Plus 9. Athletics ist bis jetzt das stärkste. Plus 10 Mobility. Oh. Dann versuchen wir es mit Mobility. Speichern wir vorher ab. Meine Uhr sagt auch, dass ich was abspeichern soll. Dann verabschiede ich mich kurz von den YouTube-Menschen. Ich bin gleich wieder da. Für die anderen Menschen.